Gute, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Teil von Planet Base. Ja, ich muss mal kurz Pause machen und erzählen, was jetzt gerade so passiert ist. Also ich habe das Spiel eben ein bisschen weiterlaufen lassen, damit es für euch nicht so langweilig ist. Und ihr seht, wir haben jetzt eigentlich so ziemlich alle wichtigen Ressourcen zusammen. Ich habe mich, was die Nahrung betrifft, so ein bisschen über Wasser gehalten mit Handel. Aber jetzt steht eine Sonneneruption bevor, irgendwie sowas. Das heißt, wahrscheinlich scheppert es jetzt gleich wieder. Energie ist auch relativ dürftig im Moment. Also wir haben eine Menge Probleme, die ich gerade versuche, in den Griff irgendwie zu bekommen. Ja, mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Nichtsdestotrotz, der Biodom hier ist fast fertig. Es fehlt eigentlich nur noch die Verbindung. Dann kann das hier gebaut werden. Und dann können wir auch uns um unser Energieproblem kümmern. Ja, und Metall müssen wir auch nochmal antreiben, die Förderung, denn beziehungsweise nicht die Förderung, die Verarbeitung, denn das Erz staut sich und das Metall kommt nicht hinterher. Jetzt muss ich aber, glaube ich, hier erst nochmal Alarmstufe Gelb ausrufen, bevor die Sonneneruption kommt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Was ist mit dir? Aha, der ist verstrahlt. Na super. Ich bin so schön verstrahlt. Nur kaputte haben wir hier im Moment. Und den Sanitäter hat es im letzten Part ja auch erwischt. Gott sei Dank haben wir noch einen. Ja, das war eine doofe Geschichte. So, hier hat jemand Hunger. Macht nichts. Erstmal weiterarbeiten. Das ist wichtig. So. Und was ist jetzt mit der Sonneneruption? Kommt die jetzt noch? Oder ist die schon vorbei? Ich weiß es nicht. Sind deswegen die ganzen Leute verstrahlt, wegen der Sonneneruption? Keine Ahnung. Es kommt immer alles gleichzeitig, ist ja klar. Ich mache jetzt den Alarm wieder aus. Ich sehe hier ja im Moment nichts. Oder läuft die noch, die Sonneneruption? Ich habe keine Ahnung. Weil das Licht auch gerade so komisch ist. Dann lassen wir die Leute mal lieber drin. Was machst du? Warum gehst du raus? Ist doch Sonneneruption. Das hat keiner gesagt. Tja, mal gucken. Bevor wir jetzt noch mehr Leute haben, die irgendwie einen Schaden abbekommen, lassen wir es lieber noch mal ein bisschen laufen. Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwie einen Hinweis bekommt, wenn das vorbei ist. Keine Ahnung. Haben wir jetzt hier eigentlich alle Ressourcen? Nee, zweimal Bioplastik fehlt noch. Sollte ja bald hergestellt sein. Und hier fehlt noch einmal Bioplastik. Hier die Verbindung ist tatsächlich schon gebaut. Da fehlt noch Metall. Da fehlt Metall. Da auch, okay. Gut. Da wird auch gerade Metall hergestellt. Das ist schon mal ganz gut, weil dann haben wir bald unsere Strukturen da draußen schon mal fertig, wenn das jetzt hier weiterläuft. Arzneimittel sind erschöpft. Ja, die habe ich nämlich vorhin verkauft, einen Großteil davon, weil ich Kohle gebraucht habe. Ja, das rächt sich jetzt natürlich, wo wir die kranken Leute im Bett liegen haben. Geil. Na, dann würde ich sagen, stell mal schnell welche her. So, ich glaube, ich kann jetzt den Alarm aber wieder ausmachen, oder? Jetzt ist, glaube ich, das Schlimmste vorbei. Ja, jetzt sieht es auch wieder normal aus. So, wo ist denn unser Sanitäter? Kann der nicht irgendwie mal Arzneimittel herstellen? Das wäre doch eigentlich seine Aufgabe, oder? So, hier werden gerade Ersatzteile hergestellt. Das ist auch nicht verkehrt. Die brauchen wir nämlich mal so langsam. Oh, warum machst du denn jetzt Pause, kurz bevor es fertig ist? Das ist doch ätzend. Ja, also ihr seht, wir kämpfen hier mit so einigen Problemen. Wir haben hier auch noch ein bisschen Stärke rumliegen. Die müsste auch irgendwer irgendwann mal abholen. Damit wir das zu Bioplastik verarbeiten können. Ich hoffe, da setzt sich jetzt gleich mal jemand hin und macht das mal fertig hier. Wir brauchen doch die Rohstoffe ganz dringend. Wir haben doch hier auch noch jede Menge Heilpflanzen. Warum macht denn unser Sanitäter keine Medizin?
Weil er gerade Pause macht, na super. Ach, zum Kotzen. Einmal Bioplastik haben wir fertig. Dann fehlen uns jetzt noch insgesamt 3 Stück. Dann können wir diesen Teil hier fertig bauen. Wie sieht das hier drüben aus? Wurde da schon was angeliefert? Nee. Sollte aber auch nicht mehr zu lange dauern. Hier drüben werden gerade Ersatzteile produziert. Das ist auch gut. Nein! Schon wieder ist jemand gestorben. Slate Bergmann ist an Strahlung gestorben. Toll. Klasse, weil er Sanitäterpause gemacht hat. Oh, ich brech ins Essen. Ah. Gut, noch ein Maul weniger zu stopfen. Ich glaube, wir könnten uns fast darum kümmern, dass bald mehr von unseren Siedlern kommen. Aber vorher will ich das hier fertig haben. Und dann auch mehr Energie. Die Speicher werden auch nicht mehr voll. Weil auch hier unsere Solargerätschaften wahrscheinlich auch bald zusammenbrechen. Uiuiui, Probleme über Probleme hier gerade. So, einmal Bioplastik bräuchten wir noch. Beziehungsweise zweimal, dann haben wir's. Und wie sieht das hier aus? Da wurde immer noch nichts angeliefert. Klasse. Ich bin begeistert. Ah, ist doch zum Kotzen. Gerade läuft es nicht so gut. Es war ein Fehler, das hier zu bauen. Ich hätte mich zuerst um die Energie kümmern sollen, glaube ich. Oder vielleicht ein kleineres, eine kleinere Version vom Biodom bauen. Das war zu früh. In der Retro-Perspektive betrachtet. Aber gut, was will man machen, ne? So, jetzt wird es aber schon mal hochgezogen. Perfektomatico. Wahrscheinlich zieht es uns gleich sämtlichen Strom weg. Okay. Wollen wir noch einmal Bioplastik und dann haben wir das. Oh, das ist aber auch riesig, das Ding, ne? Energiespeicher niedrig. Oh ja. Oh ja. Puh. Würde ich sagen. Dann müssen wir wieder folgende Maßnahme ergreifen. Müssen wir für den Rest der Nacht wieder den Strom abstellen. Um die Lebenserhaltungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Gut, es ist auch gerade relativ windig. Das ist nicht schlecht. Werden die Speicher auch nochmal aufgefüllt. Ist das ein Sandsturm? Ach nee. Eine Naturkatastrophe nach der anderen hier. Ich glaube es nicht. Ich brech ins Essen. Also wenn es mal schlecht läuft, dann läuft es aber auch schlecht, ne? So, aber die Verbindung da kann bald gebaut werden. Und wenn wir das haben, dann können wir uns vollends hier auf den Kram konzentrieren. Und dann werden nochmal ein paar Stärkeplantagen auf jeden Fall angelegt. Gemüseplantagen und hier Verarbeitungsgeräte. Und dann holen wir in der Zwischenzeit auch neue Siedler ran. So. Boah, der Alarm, der geht einem aber auch irgendwann auf den Sack, ne? Schrecklich. So, mein kleiner Baubot. Oh nein. Wahrscheinlich bricht der noch zusammen, kurz bevor er hier angekommen ist. Ach, bau wenigstens noch die Verbindung, sei so gut. Okay, insgesamt brauchen wir dann noch 9-mal Metall. Oh ja, die Verbindung steht. Sehr gut. Sehr gut. 9-mal Metall. Okay, ich glaube, wir können jetzt wieder den Strom einschalten. Und die Warnung abstellen hier.
Jawohl. Und los geht's. Warum haben die hier keinen Sauerstoff? Was soll das? Ach, verteilt sich langsam wieder, wird besser. Na gut, das ist ja auch ein Riesenkomplex, der hier gerade versorgt werden muss mit Sauerstoff. Da ist schon okay. So, wie viele Strukturen kann ich denn jetzt hier eigentlich reinsetzen? Oh ja, doch jede Menge. Das ist sehr gut. Ist natürlich um einiges effizienter als alles andere. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass der ganze Kram hier gebaut wird, damit wir unsere Energieprobleme in den Griff bekommen. Ja, ich weiß, dass Ersatzteile erschöpft sind. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt erst nochmal eine Fertigung hier für Metall. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Nee, Quatsch. Hier muss ich hinklicken. Metallprozessor kostet uns eine Ressource. Ah, das ist es, glaube ich, auch wert, weil hier stapelt sich ja schon das Erz, was wir theoretisch auch verkaufen könnten, wenn mal wieder ein Händler kommt. So. Huch. Warum läufst du wieder zurück mit dem Metall? Ach, du baust wahrscheinlich hier den Prozessor auf. Kann das sein? Ah, da kommt ein Händler. Hat er irgendwas Interessantes für uns? Können wir vielleicht Erz gegen Metall tauschen? Nee, der hat aber Arzneimittel. Wert 25. Können wir doch vielleicht Heilpflanzen einfach verkaufen? Und dafür Arzneimittel kaufen. Wenn ich jetzt noch ein paar Credits drauflege. Verdammt, passt nicht ganz. Wir können aber auch einfach Erz nehmen stattdessen. Dreimal Erz. Einmal Heilpflanzen. Das hier weg. So, dann haben wir Wert 40. Ja, kann ich da noch irgendwas draufpacken? Beispiel Gemüse. Dann geht es genau auf. Und dann nehmen wir das. Teilprozessor wurde gebaut. Okay. Haben wir schon den nächsten, der da steht. Das ist nicht unbedingt schlecht. Wie gesagt, wir müssen ja gucken, dass die Rohstoffe jetzt verarbeitet werden, auch die wir hier haben. So, dann lassen wir die Zeit noch mal ein bisschen schneller laufen. Ja, da fehlen uns immer noch die Ressourcen, ist klar. Hier wird der Energiespeicher wieder gefüllt, endlich. Unsere Essensvorräte sind gering, ja. Das ist weniger gut. Dessen bin ich mir bewusst. Ich hoffe auch, dass wir diesen Umstand bald beheben können. Wenn ich jetzt hier noch Tomaten. Das kostet alles Bioplastik. Ist auch okay. Ne, was haben wir noch nicht? Pilze haben wir noch nicht. Und Rettiche haben wir auch noch nicht. Kiefer. Produziert tagsüber Sauerstoff und verbraucht etwas Sauerstoff in der Nacht. Können sich durch den Anblick entspannen. Ah, okay. Machen wir nochmal ein Tomatenfeld. Jawohl. So. Unsere Essensvorräte sind gering. Ja, das hörte ich bereits. Scheiße. Und der Strom geht auch wieder zur Neige. Ja, das ist uncool. Das ist richtig uncool. Wir kriegen, glaube ich, gleich richtig, richtig Probleme. Und ich muss, glaube ich, den Strom auch wieder abstellen. Yep. Das muss leider. Oh. Und ein Bot wurde irreparabel beschädigt. Na, klasse. Alles bricht zusammen. Oh nein.
Ich hab den Karren kräftig gegen die Wand gefahren. Scheiße mit der Scheiße hier. Puh. Pilzfeld wurde gebaut, ja, immerhin. Okay. Noch ein großes Windrad. Kann auch bald gebaut werden, hoffentlich. Wir bräuchten auch nochmal einen Händler vielleicht. Das könnte auch unsere Rettung sein. So, ich glaube, ich kann wieder den Strom einschalten. Da haben wir das Netz. Aktivieren. Jawohl. Und da springt es wieder an. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das alles irgendwie wieder in den Griff bekommen. Ja, ich weiß, dass Ressourcen erschöpft sind. Das macht es auch nicht besser, wenn ihr es mir alle 5 Minuten unter die Nase reibt. Komm, wir brauchen Metall. Oh, da hat jemand schon Hunger. Das ist auch weniger gut. Ja, da haben wir wenigstens ein bisschen Essen, was wir verarbeiten können. Schlagen wieder Meteoriten ein. Ein Windrad da hinten ist auch schon stehen geblieben. Klasse. Oh, ein Händler. Kannst du uns retten? Oh, du hast Essen dabei. Oh ja. Gib mir Gemüse. Im Moment funktioniert es ja sowieso nicht, die Heilpflanzen in Arzneimittel umzuwandeln. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht machen, keine Ahnung. Aber dann verkaufen wir die jetzt einfach und nehmen dafür hier ein bisschen Gemüse. So, 65, dann kann ich mir noch Genzwiebel-DNS. Na gut. Das dauert noch, bis wir uns das leisten können. Hier nochmal ein paar Münzen dazu holen. Handeln wir. So, das könnte uns im ersten Moment noch retten. Was jetzt halt auch uncool ist, ist, dass uns hier das eine Windkraftrad ausgefallen ist. Aber es werden auch gerade keine Ersatzteile produziert. So, eine Ressource muss dann noch abgeliefert werden. Oh, die fressen mir die Haare vom Kopf. Ich glaube es ja nicht. Ja, und das Ding ist im Arsch. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt auch gleich den Strom schon wieder abstellen. Es ist zum Kotzen, sobald der eine Energiespeicher hier leer ist. Ja. Und jetzt immerhin die Hälfte der Nacht geschafft. Ja, wir schaffen das auch nicht mehr, die Sachen hier zu warten gerade. Weil einfach zu viel Metall gerade flöten geht für den ganzen Kram hier, den wir bauen. Das ist halt weniger gut. Ja, wenn jetzt hier wenigstens mal die große Windturbine fertig wäre, das wäre schon mal ein Riesenvorteil. Ich glaube, ich habe mich halt mit diesen Riesenstrukturen einfach verschätzt in diesem Moment. Naja, ob ich das irgendwie irgendwann in den Griff bekommen sollte, sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.